Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP, zurück beim dritten und letzten Teil des Audio-Spam-Specials. In diesem Part wollen wir die Frage klären, wie füge ich einen Audio-Spam in meine Videos ein und wie spamme ich meine Skype-Konferenz. Wir fangen jetzt erst einmal mit dem Thema an, wie ich denn so einen Audio-Spam in meine Videos einfüge. Ich benutze hierfür, das seht ihr hier, ich hoffe, man kann das einigermaßen gut erkennen. Ich habe gesehen, die vorigen Aufnahmen, da war eigentlich kaum was drauf zu erkennen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Hier wird es also wahrscheinlich wieder mehr darauf ankommen, gut zuzuhören. Es tut mir wirklich leid, ich habe keine Ahnung, wie ich da bessere Qualität hinbekomme. Aber gut, wir sind auf jeden Fall im Programm Camtasia Studio 7.0 drin. Darin bearbeite ich eigentlich die meisten meiner Videos. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Es gibt noch Sony Vegas, es gibt Magix, es gibt alle möglichen Programme, mit denen man Videos bearbeiten kann. Unter anderem auch Windows Movie Maker und all diese Geschichten. Ja, ich benutze Camtasia Studio 7.0. Darum dreht sich jetzt also das Ganze, wie ich da einen Audio-Spam einfüge. Ich habe jetzt hier mal zwei Testvideos gemacht. Einfach mal ganz kurze Videos. Und ja, beim Audio-Spam kommt es ja darauf an, für jede Situation den richtigen Audio-Spam zu finden. Und ja, jetzt gucken wir uns mal dieses Video an und dann überlegen wir mal gemeinsam, welcher Audio-Spam für diese Situation passen könnte. Wir laufen hier einfach so ein bisschen rum und freuen uns. Oh nein, was ist das? Nein, Hilfe weg hier! Was könnte zu dieser Situation passen? Die meisten von euch, die mich kennen, werden es wissen. Denn es waren ganz bestimmte Gegner in diesem Video zu sehen, nämlich Goombas. Und ich habe mich vor diesen Goombas ganz schön erschreckt in diesem Video, wie ihr gesehen habt. Folglich passt natürlich nur ein Audio-Spam. Und den werden wir jetzt auch direkt einfügen. Sofern ich ihn finde. Audio-Spam-Ordner. So. Und zwar, wo habe ich ihn? Genau. So, den guten alten Goomba Remake habe ich jetzt importiert, unter Medien importieren. Ja, und jetzt wollen wir diesen Goomba Remake, den Goomba-Schrei, in unsere Videos einfügen. Und zwar müssen wir zuerst einmal schauen, an was für einer Stelle wir das am besten machen. So. Wir laufen hier einfach so ein bisschen rum und freuen uns. Oh nein, was ist das? Nein, Hilfe weg hier. So, jetzt ist Mario weggerannt, beziehungsweise ich bin weggerannt, weil ich mich vor den Goombas erschreckt habe. Und an dieser Stelle, wo ich danach auch nichts mehr sage, hier könnte man jetzt zum Beispiel den Goomba-Sound perfekt einfügen. Wir gehen also jetzt dahin, rechte Maustaste, hinzufügen zu, Audio 2 in diesem Fall. Zack. Und schon haben wir ihn an dieser Stelle eingefügt. Und das, so sieht das Ganze dann aus. Nein, Hilfe weg hier! Nicht Goomba! So, an dieser Stelle würde ich dann empfehlen, den Goomba-Sound noch ein wenig zu schneiden, damit das nicht zu lange ins Video reingeht. Hierfür einfach bei Audio 2 hingehen und die Datei, ihr seht schon, einfach so ein bisschen nach links verschieben. Also hier zu kürzen. Ihr müsst also nicht großartig was ausschneiden, ihr könnt wirklich die Datei einfach mal hier so ein bisschen so zurechtschieben, dass nur noch ein bestimmter Teil abgespielt wird. Jetzt passt es nämlich wirklich perfekt zum Ende des Videos. So, genau. Und schon habt ihr einen Audio-Spam eingefügt in dieses Video, könnt das Ganze jetzt exportieren, wie ihr das haben wollt, und schon habt ihr ein Video mit Audio-Spam. Das ist eigentlich auch schon alles, also ihr fügt es wirklich nur in die zweite Audiospur oder in die dritte, je nachdem ein, wo ihr den Audio-Spam gerade haben wollt. Ihr könnt die Lautstärke noch anpassen, indem ihr mit der rechten Maustaste auf die Datei draufklickt, Audio bearbeiten macht und dann jeweils hier lauter oder leiser auswählt. Vorsicht! Zunächst einmal müsst ihr die andere Audiospur sperren. Das macht ihr, indem ihr hier auf dieses Vorhängeschloss links, wo ich jetzt gerade den Mauszeiger drauf habe, wenn ihr da draufklickt, dann sperrt ihr diese Spur, weil wenn ihr das nicht macht, wird diese auch leiser oder lauter gemacht. Wir machen jetzt an dieser Stelle mal den Goomba-Sound etwas lauter, einfach mal um 2, 3
Dinger, ja, und ja, genau. Dann ist der Goomba-Sound auch schon lauter. Und ihr könnt das Ganze jetzt einfach exportieren, wie ihr das wollt. Ein richtiges Camtasia-Tutorial, wie man jetzt rendert, das muss ich jetzt nicht machen. Das ist jetzt einfach nur, wie gesagt, wie man einen Audio-Spam einfügt. Mehr mache ich eigentlich nicht, mehr ist da wirklich nicht vonnöten. Das ist eigentlich auch schon alles. Wir können natürlich noch überlegen, ich habe jetzt noch ein zweites Testvideo gemacht. Euch ist es nämlich vielleicht aufgefallen, dass ich schon manchmal während meiner Let's Plays extra Pausen mache für Audio-Spams. Die meisten Ideen kommen mir so spontan schon beim Aufnehmen der Videos, dass ich immer schon direkt beim Kommentieren eine kurze Pause für den Audio-Spam lasse. So zum Beispiel in diesem Video. Kleinen Moment. Oh mein Gott, was ist das? Ist das etwa ein... Wahrscheinlich ist es... Oh Gott, ich will hier weg. Tja, ist das etwa ein... Was könnte da passen? Ist das etwa ein Goomba? Genau. Und dafür fügen wir einfach wieder unseren Goomba-Remake ein. Und jetzt sagt er aber am Anfang, hey Goomba oder irgendwie sowas. Wir wollen also das Hey raushaben. Klicken also mit der linken Maustaste wieder darauf, verschieben das Ganze hier so, dass das Hey weg ist. Da müsst ihr jetzt ein bisschen rumprobieren, wann es genau weg ist, wie viel ihr da verschieben müsst. Goomba! Genau. Goomba und dann hier noch da hinten dran was wegschneiden. Wieder ein bisschen verschieben. So, und jetzt müsste es halbwegs passen. Ist das etwa ein... Moment. Ein... Goomba! Ja, das war zum Beispiel ein bisschen zu früh. Da muss man schon noch eine kurze Pause lassen. So, zack. Und ihr seht, es passt sogar fast perfekt in meine Kommentarpause rein. Also da habe ich das eigentlich richtig gut abgetimt, muss ich sagen, beim Aufnehmen. Wow, da seht ihr mal, wie ich meine Audio-Spams auswendig kenne, dass das bei mir so gut passt mit den Pausen. So, also nochmal. Das ist das etwa ein... Goomba! Ja, das klang jetzt nicht so gut. Da muss ich noch... Da war von dem G von Goomba ein bisschen was abgeschnitten. Müssen wir also noch ein bisschen wieder was hinzumachen. Ah, vielleicht passt das so eher. Goomba! Genau. So, jetzt passt es. Gucken wir uns das ganze Video nochmal an. Oh mein Gott, was ist das? Ist das etwa ein... Goomba! Wahrscheinlich ist es... Oh Gott, ich will hier weg. Sehr, sehr schön. Tja, und wie gesagt, das ist eigentlich schon alles. Gerade einfügen... Euch den Sound je nachdem schon so zurechtschneiden, wie ihr wollt. Das könnt ihr natürlich auch gerne schon vorher in Audacity machen, wie ich euch das erklärt habe. Dann müsst ihr das nicht in Camtasia extra erst hin und her verschieben und dann habt ihr da quasi schon den fertigen Audio-Spam, den ihr einfügen wollt. Ja, das, wie gesagt, ist eigentlich auch schon alles. Mehr muss ich da gar nicht zeigen. Bei Camtasia geht das wirklich sehr, sehr einfach. Man hat 3 Audiospuren zur Verfügung. Man kann Audio-Spams einfügen, noch und nöcher, wenn man will. Wir können jetzt also hingehen, noch Audiospur 3 auswählen, zack, können wieder ein Medium importieren, können also zum Beispiel noch eine schöne Hintergrundmusik drunter legen, wenn wir das wollen. Wir können zum Beispiel einfach mal das Geil-Theme nochmal drunter legen, weil das passt ja bekanntlich zu allem. Genau. So. Und dann klingt das Ganze, Moment, wahrscheinlich muss ich es erstmal ein bisschen leiser machen, sonst... So. Das sollte reichen. Oh mein Gott, was ist das? Ist das etwa ein... Goomba! Wahrscheinlich ist es... Oh Gott, ich bin hier weg. Ja. So würde das Ganze dann aussehen, wenn man alle 3 Audiospuren verwendet. Gut, okay. Das war's eigentlich auch schon. Ja, nach dem kurzen Cut seht ihr dann endlich... wie man seine Skype-Konferenz mittels Stereo-Mix so richtig zum Wahnsinn treibt. Bis dann. So Leute, und für alle, die jetzt noch wissen wollen, wie spamme ich denn meine Skype-Konferenz, wie mache ich das denn, WeHawk? Ja, dafür müsst ihr zuallererst mal euren Stereo-Mix aktiviert haben.
da müsst ihr mal schauen, wie das bei eurem Betriebssystem funktioniert. Das ist nicht bei jedem gleich. Also ich habe das jetzt bei Windows Vista, da kann ich den ganzen aktivieren. Wenn nicht, informiert euch einfach mal im Internet, wie macht man das Ganze mit Stereo-Mix. Denn das ist elementar wichtig, wenn ihr eure Konfi in Skype spammen wollt. Ich werde jetzt gleich mal hier in meine Konfi reingehen, das Gespräch betreten und werde direkt mal einen kleinen Audio-Spam machen. Ich bin ja ein ganz Verruchter. Ja. Und um das zu machen, um den Stereo-Mix zu aktivieren, gehen wir hier auf Aktionen, Optionen. So, und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit Audio-Einstellungen. Zack. Und hier beim Mikrofon geht ihr jetzt hin und könnt hier, haha, den Stereo-Mix aktivieren. Und ja, das machen wir doch jetzt direkt mal. Und dann betrete ich mal meine Konfi. Friday, Friday. Ihr fickt dich in das Knie! Mein Vater ist Appenzell, so einfach kann das gehen. Aber ja, glücklicherweise habe ich ja tolle Skype-Kollegen, die mir alles verzeihen, die ja darüber stehen, dass ich immer so viel Audio spamme. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal wieder ins Gespräch rein, begrüße die Leute. Mal schauen, wie sie reagieren. So Leute, da bin ich wieder. Ey, du bist so ein Arsch, ey, weißt du? Du bist so kacke, wie habe ich mir meine Soße über mein Bein geschüttet? Ah! Schwul. Aber ich verstehe das nicht. Warum muss das eigentlich immer sein, Rüdiger? Ernsthaft jetzt? Ja, stimme ich zu. Das ist so kacke von dir. Leute, wie seid ihr denn drauf? Manchmal... doch ein bisschen Verständnis. Ihr seid immer alle so gemein genau, zu mir. Fick mich in der Knie. So's.